schon reisen, nachdem wir jetzt nach Bleichenbirgenau. Bei Reisen. Jetzt kommt Birgenau. Vor mir sehe ich schon eine der zwei Burgen von Weinheim. Da sind wir jetzt auch gleich. So, jetzt sind wir schnitz in Birgenau. Rechts hier neben mir ist die Weschnitz. Ich fahre in Birgenau. Geht jetzt auch schön der Weschnitz entlang. Genau, da ist jetzt die Weschnitz schön breit hier. Schon. So, wir verlassen Birgenau. Nach Weinheim sind es noch 3 Kilometer. Rechts neben mir die Bundesstraße. Ja, ich wollte jetzt gerade hier nichts sagen, weil die Leute vorbeigekommen sind. Aber links neben mir ist die Weschnitz. Ja. Wir sind in Baden-Württemberg. Die Odenwaldbahn drüber gefahren. Jetzt haben wir Weinheim erreicht. Da fließt jetzt die Weschnitz. Da fließt jetzt die Weschnitz aus dem Odenwald raus. Also ich sag's noch mal jetzt, wir haben jetzt Weinheim erreicht. Da fließt jetzt die Weschnitz aus dem Odenwald heraus und geht dann durchs Hessische Ried.
nennt man auch die zwei Burgenstadt. Das hier ist die Burg Windeck, die liegt weiter unten. Ganz da oben kann man dann die Wachenburg sehen. Jetzt befinden wir uns auf der Wischnitzstraße. Jetzt bin ich wieder am Bahnhof in Weinheim, wo ich heute im Zug gestartet bin. Und hier fließt die Wöschnitz wieder unterirdisch weiter. Und danach teilt sie sich dann in alte und neue Wöschnitz. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Bahnhof hier. Ich bin jetzt an der alten Wöschnitz. Ich habe mich jetzt entschieden, die alte Wöschnitz weiterzufahren, bevor die alte und neue Wöschnitz wieder zusammenfließen. Ich habe jetzt hier in Weinheim nochmal meine Getränkeflaschen aufgefüllt und jetzt geht es gleich raus aus Weinheim Richtung Lorsch und dann weiter Einhausen. Kurzer Blick zurück auf Weinheim. Kann man nochmal die zwei Burgen sehen. Schön. Wieder rechts die Burg Wendeck und links die Burg, die Wachenburg. Mir noch mal ein schöner Blick auf den Odenwald. Dieser Radweg hier schön an der Wöschnitz entlang, da geht jetzt schon eine ganze Weile so. Es macht echt Spaß hier zu fahren. Ja, da wo die Bäume da drüben sind und die Bauernhöfe oder was das ist, Aussiedlerhöfe, da fließt die neue Wöschnitz. Also die beiden fließen hier schön parallel entlang, bis sie dann weiter vorne, ich glaube bei Hüttenfeld, wieder zusammenfließen. Hier nochmal ein schöner Blick auf den Odenwald. Wirklich sehr schön hier jetzt. Hier ist auch ein kleines Stauwerk. Das ist jetzt hier bei Hüttenfeld. Da geht es nach Hüttenheim, ja, von Hüttenfeld.
ja, hier hört der asphaltierte Radweg auf, geht dann ein Feldweg weiter neben der Westschnitz, den werde ich jetzt aber trotzdem mal fahren. Ja, der Vorteil von dem Feldweg hier, wo ich gefahren bin, hier ist es jetzt wenigstens schön ruhig. Ja, hier geht es leider nicht mehr weiter. Die Schafe lassen mich hier nicht durch. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich umdrehe, Bundesstraße fahre oder hier am Feld vorbei mache. Ah, da vorne ist ein Radweg. Ja, den nehme ich. Dann nehmen wir den Radweg. Und ein Stückchen zurück wieder. Und dann gehen wir zum Radweg. Die Schafe lassen wir in Ruhe, gell? So, jetzt bin ich auf dem Radweg Richtung Lorsch. Da vorne sind noch mal die Schafe, aber abgezäumt war. Wir suchen uns dann wieder unseren Weg zur Westschnitz. Wir verlieren es auf jeden Fall nicht aus dem Auge. So, hier geht es noch mal rein zum Kloster Hagen. Da gucke ich auch noch mal kurz rein. Das Frauenkloster Hagen, wie es aussieht, wird es gerade saniert. Jedenfalls ist es ein ganz recht netter Rastplatz hier. Familien mit Kindern können hier schön Fußball spielen oder auch was anderes. Die Westschnitz zu kommen. So, hier haben wir sie doch wieder, die Westschnitz. Die Herrenbrücke. Vorne ist ein Turm, da gehe ich mal kurz hin. Der Hans-Ludwig-Turm, da gehe ich mal hoch. Ja, von diesem Turm aus hier hat man schöner Ausblick auf die Starkenburg in Heppenheim. Ja, ja, die Herrenbrücke hier bei Lorsch. Ob da wohl nur Herren drüber gehen dürfen? Ja, ich glaub's nicht. An dem Hauptabsparbauwerk der alten Westschnitz. Hier gehe ich jetzt gleich mal hoch. Hier finde ich die alte und neue Westschnitz zusammen.
Heppenheimer Brücke. Hier geht es ja nach ziemlich in alle Richtungen. Heppenheim, Großrohrheim und so. Für mich geht es hier wieder weiter. Mal gucken, wie man hier an der Wischnitz langfahren kann. Ich werde hier extra wegfahren. Hier geht genau so ein schmaler Pfad auf dem Damm entlang. Genauso wie wir es wollen, genau neben der Wischnitz. So wäre es immer perfekt. Ist aber nicht so, leider. Oh, nächste Brücke. Und es geht langsam weiter nach Rheinhausen. Nämlich sind die Bahngleise im Weg. Und dann schwer die Bahngleise. Hier sind wir jetzt an der Wattenheimer Brücke. Hier hat die Renaturisierung der Wischnitz stattgefunden vor einigen Jahren. Hier an dem Aussichtspunkt ist nochmal alles genau erklärt. Auf so Tafeln. Jetzt Rheinhausen erreicht und bin wieder genau neben der Wischnitz. Ich fließe jetzt direkt durch Rheinhausen durch und genauso fahre ich jetzt auch. Vorne lassen sich die Enten gut gehen. Sechs Uhr. Hier an der Kirche in Rheinhausen und an dem Eiskaffee vorbei. Hier ist natürlich bei dem Wetter überall was los. Vielleicht die Tour erst sonntags nicht machen sollen.
habe jetzt Einhausen verlassen. Jetzt geht es auch wieder mal einen Feldweg weiter an der Weschnitz. Für mich geht es wieder hier weiter Richtung Biblis und dann in die Rheinebene hinein. Und dann haben wir es bald geschafft. Genau. Ja, hier vorne, da geht ein ganz schmaler Steg mit dem Weschnitz drüber. Da kommt man dann schon Richtung Maria-Einsiedel und Gensheim. Jetzt aber mal weiter Richtung Biblis. Mal der Blick hier auf den Steg. Auf der anderen Seite ist dann so ein Sender. Ah, da vorne sieht man schon Biblis. Ja, Kirchturm. Ich sehe es. Nicht mehr weiter, sind wir in Biblis. Okay. So, Biblis ist auch erreicht. Ich gehe jetzt mal zum Joshua von meinem Neffe, der Sohn. Der wohnt nämlich ziemlich in der Nähe von der Weschnitz hier in Biblis. Und ja, da gucke ich mal vorbei jetzt auf jeden Fall. Von Florian. Okay, hier durch. Ab zum Joschi. Ja, jetzt bin ich hier genau in Biblis an der Weschnitz hier beim Joshua. Jetzt haben wir einiges zurückgelegt. Der Joschi hat mir jetzt gerade noch einen Tipp gegeben, wie ich zu der Mündung am besten komme, weil hier geht es nicht weiter. Hier haben sie abgesperrt. Ja, dann müssen wir jetzt Richtung Wattenheim fahren und dann Richtung Atomkraftwerk. Das finden wir schon, oder Joschi? Ja. Kein Problem. Ja, auf geht's. Ja. Fahren wir halt mal noch ein kurzes Stück durch Biblis durch. Dass wir wieder auf den rechten Weg kommen. So, jetzt verlassen wir Biblis. Links neben mir sind so Gärten. Da hinten dran ist der See von Biblis. Und da hinten dran, boah, verläuft die Weschnitz. Lauter Fischer hier. Merkt man gleich, dass wir am Gewässer sind. Vor uns liegt genau das Kernkraftwerk Biblis. Und da hinten dran fließt dann auch die Weschnitz in den Rhein. Vor uns liegt Wattenheim. Und da sieht man auch schon wieder den Weschnitzdamm. Vorne ist eine Brücke, wo es über die Weschnitz geht. Jetzt sind wir mal wieder auf dem schönen Radweg hier. Er wird aber, denke ich mal, nicht bis zum Schluss so weitergehen. Gut wär's. Auf jeden Fall kommen wir da vorne dann noch in den Steiner Wald rein. Nicht mehr weit bis zur Mündung. Bis jetzt kann man hier super mit dem Rad fahren. Hier nochmal der schöne Radweg. Und da hinten ist Biblis, da sieht man die Kirche schön. Ja, ich bin schon wieder ein ganz schönes Stück geradelt hier. Thank you.
Brücke ist gesperrt, aber wir können hier trotzdem weiter. Man muss auch noch im Steiner Wald noch reinkommen auf jeden Fall. Hier ist die Brücke, wo ich gemeint habe, Steinerwald. Gespannt, ob wir da ganz bis zur Mündung hinfahren können oder ob das irgendwie abgesperrt ist vom Atomkraftwerk oder so. Ich weiß gar nicht. Werden wir jetzt gleich gesehen. So, wenn mich nicht alles täuscht, müsste da vorne die Weschnitz-Mündung sein, laut Navi auf jeden Fall. Müsste ich eigentlich gerade noch die paar Meter runterlaufen vom Damm aus hier. Da gehe ich jetzt noch mal hin. Da ging die Polizei gerade. Wenn ich leer halte. Es ist geschafft. Hier ist die Weschnitz-Mündung. War ein bisschen schwierig hier hochzulaufen, hier runterzulaufen. Die Polizei hat mich auch schon ganz doof angeguckt. Ja, die fahren hier immer Streife, die kontrollieren das Atomkraftwerk. Hinten sieht man dann auch schön den Rhein. Nochmal eine Aufnahme hier zum Rhein. Einiges an gestrüpftem Gehölz. Oben ist mein Fahrrad, da bin ich hergelaufen. Gehe ich jetzt auch wieder zurück. Da werden wir die Heimreise antreten. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier fertig mit meiner Radtour. Hinter mir seht ihr nochmal das Kernkraftwerk. Von der Quelle bis zur Mündung hier in Hammelbach bis Biblis am Atomkraftwerk. Ich habe es mir nicht ganz leicht gemacht immer, weil ich immer direkt an der Weschnitz entlang fahren wollte. Wenn ihr mal so eine Tour macht, benutzt lieber die Radwege. Und fahrt nur manchmal an der Weschnitz, das ist auch eine schöne Tour dann. Ich werde mich jetzt langsam wieder nach Hause machen und melde mich dann wieder bei der nächsten Tour. Tschüss!